Also es geht darum, die Gleichung e hoch z gleich i minus 1 nach z aufzulösen. Also gesucht sind alle komplexen Zahlen z. Komplexe Zahlen werden in der Regel als z und nicht als x abgekürzt. Das ist so ein bisschen, dass man das so unterscheidet. Für die gilt, dass e hoch z gleich i minus 1 ist. Also quasi, ich schreibe das jetzt in Klammern, ohne sowas wie ln von i minus 1, sowas ähnliches. Aber ich habe schon in Klammern geschrieben, weil das ist ein bisschen mehr als das. So, jetzt, was müssen wir hier als erstes tun bei dieser Aufgabe? Sie dürfen wieder reinrufen. Das ist diese Zahlen müssen die Polarkoordinaten, völlig richtig. Also R ist gleich, also wir schreiben hin, ja, minus 1 plus i in ja, das tun wir in Polarkoordinaten umwandeln, da haben Sie R ist gleich, jetzt diktieren Sie weiter. Ja, ich habe es jetzt andersrum geschrieben, weil wir normal a² plus b² hinschreiben. Und das Wurzel 2, das ist völlig richtig. So, jetzt brauchen wir das Phi. Das berechnen wir mit Tangens hoch minus 1, b durch a. Ja, der Begriff Tangens hoch minus 1 ist nicht falsch, aber für Mathematiker wirkt der ein bisschen unbeholfen. Und Sie dürfen den verwenden bei mir in der Prüfung, das macht mir nichts. Allerdings sollten Sie, also wenn Sie mit Mathematiker sprechen, bitte Arcus-Tangens verwenden. Bei mir ist das egal. Bei mir dürfen Sie verwenden, was Sie wollen. So, b durch a. Das b ist der Imaginärteil. Also das wäre dann Arcus-Tangens von b. B ist 1 durch a ist minus 1. Der Arcus-Tangens von 1, der ist, können Sie mit dem Taschenrechner rechnen, im Gradmaß ist der 45 Grad oder Pi Viertel. Das heißt, das ist Pi Viertel. Aber so, wie Sie das genannt haben, ist das falsch. Ich mache jetzt mal eine Zeichnung hin. Und, nein, das ist minus Pi Viertel. So, und das ist also minus 45 Grad. Ich zeichne Ihnen das jetzt mal hin. Und zwar ist das minus 1 plus i. Dieser Punkt in der Gausschen Zahlenebene, oder Sie können es auch als Vektor deuten, der liegt hier. Und wir haben jetzt rausgekriegt minus Pi Viertel. Das heißt, der minus Pi Viertel, der geht hier nach unten. Das heißt, der avisierte Punkt, den Sie gerechnet haben, ist hier unten. Aber der ist in dem Fall, also ich würde jetzt, weil in dem Fall wäre ja a kleiner 0, das heißt, da müssten wir plus Pi verschieben quasi. So ist es. Das haben Sie genau richtig gesagt. Sehr gut. Ja, das ist 3 Pi Viertel. Und 3 Pi Viertel, das ist dieser Winkel hier. Ja, der ist 3 Pi Viertel. Und das heißt, Sie kriegen dann den anderen Winkel. Dieses plus Pi folgt, wie Sie richtig gesagt haben, weil das a kleiner 0 ist. So, und in der Prüfung, wenn Sie sich nicht mehr sicher sind, welches von beiden, ist es das a oder ist es das b? Nun, dann sehen Sie, dass Sie hier b durch a haben. Und für a gleich 0 dürfen Sie sowieso gar nicht dividieren. Ja, und damit ist es vermutlich vernünftig, a größer 0, a kleiner 0 zu unterscheiden. Also das heißt, weil das a im Nenner steht, so merke ich mir es immer, ist das a der relevante Teil und nicht das b. So, und damit können Sie diese Zahl hier schreiben als r. Das r haben Sie hier gerechnet, das ist Wurzel 2. Mal e hoch i und dann müssen Sie diesen Winkel nehmen, den Sie hier gerechnet haben. Das ist 3 Pi Viertel. Ja, das heißt, diese Zahl ist das. Und jetzt müssen Sie, bevor Sie den Logarithmus anwenden, diese Zahl noch verändern oder verändern eine gewisse Form der Erweiterung. Was müssen Sie mit dieser Zahl hier hinten machen? Völlig richtig, ja. Also das wirkt auf Sie ein bisschen grotesk, ist aber richtig. So, und was ist unsere 1? I
Ja, völlig richtig. Haben Sie sehr gut gesehen. Ich schreibe das vielleicht mal mit einer anderen Farbe hin. Muss man wieder neue Farben besorgen. Also hier haben Sie mal 1 gemacht. Das ist jetzt eine blaue 1. Und aus dem mal 1 wird ein E hoch. I2KPi. Ja, das heißt, das ist etwas, was Sie aus dem Reellen nicht kennen. Aber beim Komplexen müssen Sie teilweise mit dieser ominösen 1 multiplizieren. So, und bevor wir jetzt da noch was machen, können wir die beiden hier zusammenfassen. Das kennen Sie, das ist Wurzel 2 mal e hoch i und Niveauklasse 9, 3pi Viertel plus 2kpi. Also das heißt, ich habe das jetzt zusammengefasst, das ist das gleiche wie das und das soll e hoch z sein. So, was ist jetzt z? Was ist jetzt z? Rufen Sie wieder rein. Ln, also wir müssen ja quasi mit hier auf z wegzukommen, ln machen. Ln von Wurzel 2 mal e hoch i, 3 Viertel mal e hoch 2kpi. Ja, ich habe das jetzt so hingeschrieben. So, und jetzt wenden Sie Logarithmusgesetze aus dem Reellen an. Diktieren Sie mal weiter, bitte. So, ganz wichtig, stopp, ganz wichtig, und das ist ein häufiger Fehler in den Klausuren, bitte, aus dem Mal wird ein Plus. Das ist wichtig, bitte nicht da weiter in ein Mal schreiben, das muss ich Ihnen abziehen sonst. Und das ist bei so einer einfachen Aufgabe, ist das ziemlich katastrophal. Also ln von e hoch diesem hier, und was kam da raus? Völlig richtig. Ja, haben Sie sehr gut gesehen. Wenn Sie möchten, können Sie da noch an der Stelle ein bisschen kosmetisch sein, müssen Sie aber nicht. Das ist ein halb ln 2. Ups. Also das, wie gesagt, wenn Sie an der Stelle unsicher sind, lassen Sie es bitte so stehen. Es sei denn, ich schreibe hin, vereinfachen Sie. Aber ist die Frage, was einfacher ist, das oder das? Also ja, für mich ist das untere schon einfacher. Aber bitte so wenig wie nötig vereinfachen in der Klausur, sonst muss ich ihn am Ende aufgrund von algebraischen Katastrophen Punkte abziehen. Und das möchte ich eigentlich vermeiden. Es sei denn, es steht in der Klausur, vereinfachen Sie. So, und besonders interessant ist hier Folgendes. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auffällt, also mir ist das aufgefallen. Sie haben hier jetzt das Ding in Polarkoordinaten umgewandelt. Und Ihr Ergebnis bekommen Sie in was für Koordinaten? Ah, sehen Sie. So, ja, und das, ich finde es sehr interessant, dass aus Polarkoordinaten plötzlich kartesische Koordinaten werden, ohne Umwandlung. Ich habe nicht umgewandelt. Ja. Und das ist also meiner Ansicht nach zumindest ist das erstaunlich, aber es ist tatsächlich richtig. Also hier, wie gesagt, Polarkoordinate wird zur kartesischen Koordinate. Aber wenn ich Ihnen nicht sage, in welcher Form ich das haben will, ist das durchaus legal, Polarkoordinaten reinzustecken und am Ende kartesische Koordinaten rauszukriegen. Oder umgedreht. Ja. Es sei denn, ich schreibe, geben Sie das Ergebnis in Polarkoordinaten an, aber in der Regel frage ich dann nicht beim Ergebnis in Polarkoordinaten, sondern da frage ich Sie dann zum Beispiel nach dem Radius dieser Zahlen. Also nach L, ja, und dann müssen Sie das da plötzlich in Polarkoordinaten umwandeln oder nach Phi dieser Zahlen. Aber das würde ich hier in der Situation nicht machen, weil das K eine ziemliche Katastrophe dann ist. Und das heißt hier an der Stelle, ja, also wie gesagt, wenn nichts dabei steht, dürfen Sie das Ergebnis in der Form angeben, wie es Ihnen gefällt. Aber es muss Polarkoordinaten oder kartesisch sein. Irgendwas Gemixtes ist schlecht als Ergebnis. Also meinetwegen, wenn Sie jetzt sowas hier haben, also wenn Sie am Ende rauskriegen, das hat jetzt mit dem nichts mehr zu tun, vielleicht mal erstmal aus,